starten, mit uns aufzustehen und Gott anzubeten. Jesus ist hier und wir dürfen wissen, dass seine Tat am Kreuz immer noch die gleiche Kraft, die Rettungskraft hat. Jesus, und du kannst mit deiner Liebe ganz neu in unsere Herzen kommen. Hinein in die Ehen und neu Vergebung aussprechen. Da, wo es dran ist. Hinein in die Familien, in die Beziehungen. Heiliger Geist, du gehst durch die Reihen durch und begegnest uns auf eine Art und Weise, die wir verstehen. Da, wo wir dich als Mittelpunkt setzen, da darf Heilung entstehen, da darf Veränderung geschehen. Nicht aus unserer Sicht heraus, sondern weil du es schenkst. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben.
Jesus, du bist derjenige, der Veränderung schenken kann, wie kein Fürst, kein König das sonst kann. Du kannst Herzen bewegen, wie wenn's Wasser Fälle wäre. In deiner Hand sind wir geborgen, da sind wir gut aufgehoben. Begegne uns ganz neu, Jesus, mit deiner Liebe, mit der Quelle der Liebe, die wir brauchen. Du kannst selbst steinerne Herzen bewegen, hin, dass sie fleischende Herzen werden. Dein Lebensstrom ausgießen. Dir ist nichts unmöglich. Augen hat, der sehe. Wer Ohren hat, der höre. Öffne neu unsere Augen. Ich will dich sehen.
Gottes anbeten. Und ich glaube, all unsere Vorstellungskraft reicht noch nicht einmal ansatzweise aus. Aber es muss ein ehrfürchtiger, ein heiliger Moment sein. Wenn alle dastehen, die uns vorausgegangen sind, die Glaubenden, die den Lauf vollendet haben, zusammen mit den Engeln, und dann singen heilig, heilig, heilig. Ich weiß nicht, ob man mehr Worte hat, aber es genügt, um auszudrücken, was Jesus ist. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Heilig, heilig, heilig. Ich will dich sehen. Du sagst, wo die Sonne aufgeht, du bestimmst.